Und damit geht's weiter. In das Devonport-Landgut anschleichen. Schnee, Nacht, Gefahr. Es gibt nur eins zu tun. Da hinten bewegt sich doch was. Überall bewegen sich doch welche. Ich bin doch nicht blind. Oh Mann. Wir sind hier im Sperrgebiet. Da ist doch auch jemand innen drin entlang gegangen. Oh Scheiße. Dann gehen wir mal rein. Okay. Irgendwie so richtig viel getan hat sich jetzt nicht. Oben ist doch jemand. Möglicherweise ruiniere ich so die Mission. Boah, scheiße. Da, ich sehe doch was. Wenn das leuchtet durch die Wand, dann ist doch da was. Natürlich. Es gibt kein Zurück mehr. Ich hatte so Großes mit euch vor, Shay. Achilles. Ich muss das tun. Und was genau müsst ihr tun, Shay? Eure Brüder bestehlen? Und mich betrügen? Jemand muss dafür bezahlen. Dafür bezahlen? Ihr habt keine Ahnung, was ihr tut. Die Zukunft des ganzen Kontinents, vielleicht der ganzen Welt, liegt in diesem Manuskript. Vielleicht. Aber wir haben nicht das Recht, über die Zukunft zu entscheiden. Was Recht? Wir haben die Verantwortung. Wir sind verantwortlich für den Tod von Unschuldigen und zerstörte Städte. Diese verrückte Gier nach Macht. Das endet jetzt. Ich lasse euch nicht zerstören, was wir erbauten. Oh Mann. Relativ leichte. Assassinen! Oh. Shit. Unbeschadet bleiben und niemanden töten. Oh, der Schnee ist so hoch. Hier ist er nicht ganz so hoch, das ist gut. Ah, hier schon. Oh, verdammt. Oh, ein Baum. Ein brennender Baum vor allen Dingen. Komme ich da nicht hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. Sind es die Templer, die hinter uns her sind? Ja, das sind die Templer. Zumindest sieht es so aus. Du begehst einen Fehler. Ihr habt doch alle keine Ahnung, was ihr tut. Nein, ich bin nicht von Sinnen. Ich bin zu Sinnen gekommen. Komm, lauf, Mann. Oh, da habe ich ein anderes Gefühl. Die begleiten mich ja fast nur. Oh Mann.
schon. Oh, Shay. Es reicht. Gebt das Manuskript her. Sicher wird Achilles... Ich kann nicht. Ich werde das nicht mehr zulassen. All die armen Seelen. Was zählt da einem mehr? Shay! Oh, shit. Zu 100% erreicht. Was ist das? Eine Erinnerungsstörung. Es gibt wohl noch mehr Daten. Okay, Strohkopf. Ich kann Sie jetzt nicht aus dem Stuhl holen. Sie müssen das erst sichten. Das ist seltsam. Diese Erinnerung scheint 20 Jahre nach den gerade Gesehenen zu spielen. Sind Sie sicher? Absolut. Das heißt, Shay muss den Sturz überlebt haben. Wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte, dann hat er. Machen Sie weiter. Die Daten sind fragmentiert. Die Erinnerung unvollständig. Mal sehen, was ich tun kann. Hören Sie, wir müssen erfahren, was mit Shay ist. Die Erinnerung mag wüst aussehen, aber ich bin fast sicher, dass die Sequenzierung sie nicht umbringt. Fast sicher. Hört sich ja toll an. Oh Mann. Okay, Strohkopf. Wir wissen nicht, wo Shay steckt oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shay dorthin ging. Sie haben es gehört. Vorwärts. Okay, die Erinnerung ist also, gelinde gesagt, halb am Arsch. Ich spiele doch gerade nicht etwa Unity, oder? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Wir sind doch nicht etwa in Paris. Nein, sind wir nicht. Sieht aber so ähnlich aus. Wir werden es herausfinden. Die Verbrecher ausfindig machen. Die Frage ist nur, wo? Ja, wir sind in Paris. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Allons-y. Benjamin Franklin, hinter denen. Franklin reist nach England und Frankreich. Und der Kerl sagte Notre Dame. Shay ist in Paris? Dann zeigen Sie mal, was Sie können. Bannen Sie die Gefahr. Schützen Sie Franklin. Doch nicht den! Ein unschuldiger Bürger. Und der wird von mir angegriffen. Na toll. Ah, scheiße. Ich muss mich für einen entscheiden. Na toll. Der zieht locker nach oben und ich darf hinterher klettern. Na fantastisch. Oh Mann. Ich komme mir glatt wieder wie zu Hause vor. Oh Mann, ich hätte einen anderen Weg einschlagen können. Sollen, dürfen, was auch immer. Ach, darf doch alles nicht wahr sein. Meine Fresse, habe ich denn nichts, womit ich auf ihn schießen kann? So, den einen habe ich. Und der andere kommt gerade mir entgegen. Schnapp ihn dir doch. Doch nicht den! Ist doch nicht dein Ernst. Ich habe noch 10 Sekunden. 9, 8, 7. So, ich hab's. Hilfe! So helft mir doch! Il ne nous échappera pas cette fois! Ein Erinnerungsstrom. Der Ernst des Lebens, erfolgt freigeschaltet. Mehr Daten haben wir nicht. Mit dieser Erinnerung kommen wir nicht weiter. Vorerst. Okay. Shay kann nicht gestorben sein und dann 20 Jahre später in Paris auftauchen. Es fehlt etwas. Natürlich fehlt da etwas. 20 Jahre. Die ganze Cloud verstreut. Der Virus hat die Server gestört. Deswegen können wir nicht Shays ganzes Leben sehen. Mit Otto Berg in seinem Büro treffen.
Oh Mann, gerade dann, wenn es so richtig spannend wird. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Toll. Shay Cormac ist ein Assassine. Aber er ist anders als die, die sie früher für Entertainment-Produkte nahmen. Ich glaube, Shay könnte der wichtigste Assassine aller Zeiten sein. Ihre Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Shays Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Nicht nur etwas, sondern sogar sehr viel. Es gibt noch einen Server, bei dem wir an Shays nächste Erinnerung kommen. Na prima. Ich brauche den Strohkopf zurück, um fortzufahren. Gut, machen Sie jetzt weiter. Überdenken Sie auch mal. Mit Violet am Aufzug treffen. Da ist sie auch schon. Ich hatte keine Lust mehr auf Melanies Reparaturklo zu warten, also habe ich das Ding repariert, um sie in die Lobby zu bringen. Ich präpariere den Animus, während sie unten sind. Ich habe den nächsten Server auf ihrer Karte markiert. Abmarsch! Mist! Ich vergaß, dass der Server eine Level 1 Security-Sperre hat. Ich habe Ihnen die Level 1 Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Klasse! Jetzt können Sie in den Serverraum. Sobald die Server wieder da sind, lade ich die nächsten Erinnerungen in Ihren Animus. Okay. Also hier geht's rein. Sie sind drinnen. Ich hab's gemerkt. So, wir haben's. Wunderbar. Kern repariert. Alle Punkte bereit. Dann los. Los, los, los. Wer sind Sie? Fasst sie nicht an. Himmel, Herrgott, fängt mich nicht. Du, gib mir das Kind. Ruhig jetzt. Alles ist gut. Elena. Ganz ruhig, Mr. Burke. Ich verspreche, wir tun Ihrer Tochter nichts. Wer sind Sie? Ich bin Warren Widdick. Ich arbeite für Abstergo Industries. Sie verließen das Uti-Jäger-Regiment und wurden bezahlter Söldner, um Elenas Mukoviszidose behandeln zu können. Was hatte das für Auswirkungen auf Sie? Herr Kehle! Ich habe ein Angebot für Sie. Ich arbeite nicht für Unbekannte. Nicht diese Art Angebot. Ich werde jetzt etwas aus meiner Tasche nehmen. Was ist das? Eine kleine Pille. Die ist übrigens für Sie. Hier, nimm eine kleine. Eine Arznei. Na bitte, ist das nicht besser? Diese Pille heilt sie. Sie ist nicht auf dem Markt. Aber sie kann die Ihre sein, falls Sie an einem kleinen Trainingsprogramm teilnehmen. Was kann Abstergo mit einem wie mir anfangen? Oh, Sie arbeiten nicht für Abstergo. Jedoch, wenn Sie gut sind, könnte Abstergo für Sie arbeiten. Eins will ich noch, bevor ich zustimme. Aus damit. Der da. Er hat meine Tochter erschreckt. Ich verstehe. Gentlemen, befreit Mr. Berg. Jenkins, gib deine Waffe. Was? Jetzt. Ja, Sir. Zufrieden? Ein Anfang. Oh Mann, was habe ich denn da gerade gehört? Wiederherstellende Servers auch andere Systeme vom Virus. Sie machen gute Fortschritte.
Bin gespannt, was uns Shay als nächstes zeigt. Oh, Abstergo. Level 1 Freigabe gewährt Ihnen auch Zutritt zu anderen Gebäudeteilen. Falls Sie sich mal zwischendurch die Beine vertreten möchten. Oh, Abstergo, was werden wir da noch mit dir mitkriegen? Es ist jetzt an zweierlei Punkten spannend, finde ich. Gehen wir erstmal zurück zum Assassinenabenteuer. Und damit zu unserem Arbeitsplatz. Da werden wohl noch einige Figuren hinzukommen, durch Personen, die wir kennenlernen. Erfolg freigeschaltet. Er ist nicht tot, oder? Ich glaube nicht. Oh Mann, was geht da nur ab? Wenn ich sage, das ist der verrückteste Mist, den ich je gesehen habe, wäre das die überflüssigste Aussage aller Zeiten? Shay hatte einige ziemlich traumatische Erlebnisse. Okay, die zweitüberflüssigste aller Zeiten. Erkunde diese Erinnerungen weiter. Das Beste kommt noch. Oh Mann. New York, Juni 1756. Schön, dass es euch besser geht. Danke. Mr. Finnegan, oder? Heilige Jungfrau Maria. Haben wir etwa den Dorftrottel erwischt? Barry! Erinnert euch, Shay. Ich bin Cassidy und das ist... Barry! Ihr wart wochenlang krank. Ich wollte nicht zur Last fallen. Schau, er ist ein zivilisierter Bursche. Ei, für einen trottligen Deckschrubber? Bestimmt völlig besoffen von Bord gefallen. Barry? Er hat recht. Was wollt ihr alle? Was ist da los? Oh, Scheiße. Ich seh's kommen. Dem Lärm auf den Grund gehen. Irgendwie so recht wissen will ich's ja gar nicht. Lass sie in Ruhe! Was habt ihr denn hier zu suchen? Halt dich da raus, du Idiot! Das wollte ich auch, aber jetzt nehme ich es persönlich. Oh ja, und zwar sehr persönlich. Bitteschön. Auch wenn ich verletzt bin, euch mache ich immer noch platt. Jetzt bist du dran. Und zack! Harte Rechte. Warum werdet ihr belästigt? Oh, das Übliche. Sie glauben, sie verdienen Geld, wenn sie uns friedlichen Bürger nichts tun. Hört meine Worte. Diese Banden sind der Untergang unserer Stadt. Wartet, ich habe etwas für euch. Also Schutzgeld. Ich will nicht, dass ihr völlig splitternackt herumlauft. Hier, probiert mal. Von unserem Sohn. Ich vermute, wenn ihr auf Streit aus seid, könnte euch das helfen. Vielen Dank. Unheimlich nett. Ich sehe einen vollendeten Gentleman. Cass.
Trug ich ein Buch bei mir? Nur diese seltsamen Waffen. Ich danke euch. Jetzt entschuldigt mich. Dann liegt das Manuskript auf dem Grund des Atlantiks. Eigentlich ganz gut so. Das fliehende Bandenmitglied fangen. Na, den kriegen wir doch. Auch wenn er ziemlich gut dabei ist. Nein. Ich hätte dich gerne. Und ich krieg dich. Oh, ich hab da meine Zweifel, mein Freund. Ich krieg dich. Das weiß ich und das weißt du. Zack. Was haben du und deinesgleichen gegen die Finnegans? Ich gar nichts. Mein Boss. Spuck's aus, Mann. Ah, und wo finde ich den? Ganz einfach. Aus dem Hof des Gebäudes steigt Tag und Nacht schwarzer Rauch auf. Da hinten. Das Hauptquartier der Bande übernehmen. Das mache ich doch mit Vergnügen. Bandenführer verstecken sich und versuchen, einem aufzulauern, aber man kann ihre Angriffe kontern. Achten Sie auf Geflüster, was die Anwesenheit eines in der Nähe versteckten Anführers anzeigt. Benutzen Sie Alauge, machen Sie die Schleicher mit dem Gefahrenkompass ausfindig. Der Kompass fühlt sich umso mehr, je näher Sie dem Ziel kommen. Einen offenen Kampf vermeiden. Na, wenn der hier vorkommt, dann knall ich ihn einfach ab. Komm schon, Junge. Ein paar Meter noch. Na. So ein Dreck. Das heißt, erstmal hier hoch. Hier rüber. Dann erledigen wir den hier. Und dann bringen wir uns näher ans Ziel heran. Da üben der hat ja nichts gegen uns. Bams. Die Flagge der Bande streichen. Oh Mann. Na komm rüber. Komm schon. Mein Leben lädt sich auf, das ist jetzt erstmal wichtig. Hab ich dich. Erstmal nachladen. Ich erwisch dich doch eh. Zack. Ein bisschen Munition aufsammeln. Können wir noch brauchen. Und ab geht's zur Fahne. Durchschneiden. Zack. Hauptquartier übernommen. Oho, da bekommen wir jetzt einiges. Und New York scheint groß zu sein. Wirklich groß. Nun ja. Das wird bei Rauch helfen. Ganz ruhig, Master Cormac. Wir sind Freunde. Die Finnegans waren besorgt, ihr würdet selbst aktiv werden. Ich bin Colonel George Monroe. Ich kam zu helfen, aber wie ich sehe, zu spät. Danke für eure Hilfe mit diesem üblen Gesindel. Eine Seuche in New York. Was schert es euch? Ihr Rotröcke seid doch nichts anderes als Gutsherren.
Das Stadtvolk hier muss hart schuften, um einigermaßen zu überleben. Eure Meinung kann ich euch nicht übel nehmen. Einige meiner Standesgenossen waren wenig hilfreich. Aber ich folge einem anderen Plan. Und der dann wäre? Mich kümmern. Ich wünsche, dass die Kolonisten sicher und erfolgreich sind. Noble Worte. Vielleicht werden euch ja Taten überzeugen, Master Cormac. Hier, nehmt das Diebesgut. Okay. Jetzt lasst uns das Geld zum Wohl der Stadt einsetzen. George Monroe folgen. Ich weiß, ihr habt keinen Grund, mir zu vertrauen, Master Cormac. Ihr sagt, ihr seid ein Freund der Finnegans. Bin ich. Ihr Ältester arbeitete für mich. Ihr ähnelt ihm. Wie das? Fürsorge. Er wollte den Leuten Gutes tun. Wir teilten einen Traum, er und ich, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Überleben allein reicht nicht. Voller Bauch, warme Kleidung. Freiheit von dem, was die größte Freiheit überhaupt ist. Ihr scheint gegenüber den Menschen, die ihr regiert, wohlgesonnen zu sein. Ich regiere nicht, Master Cormac. Ich unterstütze nur. Seht ihr das verwahrloste Gebäude, Master Cormac? Wir können es erneuern. Stadterneuerung ist eine Wissenschaft, deren Wert sich auf dem Kontinent bereits erwiesen hat. Ich habe ein paar Materialien beschafft. Verschönert damit das Gebäude. Renovierungen sind eine bedeutende Quelle für Einkünfte. Sie müssen sich die nötigen Rohstoffe beschaffen, bevor sie sie ausführen können. Alles klar. Ja, und dafür haben wir genug. Dann wollen wir die Kapelle mal renovieren. Welch gutes Werk! Das Viertel wird dadurch gleich besser. New York wird unter eurer Aufsicht sicher erblühen, Master Cormac. Ihr könnt Großes für Stadt und Bürger erreichen. Letztendlich braucht jedermann ein Ziel. Gehabt euch wohl, Master Cormac. %90 geschafft. Alles klar. Dann lass uns mal schauen, wo die nächste Mission ist. Da hinten haben wir sie. Ein langer Marsch und ein kurzer Fall.